oder was? Die letzte Woche habe ich ein bisschen früher aufgestreamt, weil ich halt zu Hause war komplett wegen Krankschreibung. Aber ich mache doch normalerweise momentan nichts vor 15 Uhr an Streams. Obwohl ich jetzt eigentlich geplant... Ach, sag mal, hier steuert doch mich wahnsinnig gerade. Was ist denn da los? Es war ja geplant eigentlich wieder auf diesen Rhythmus zurückzukommen, dass ich vor der Arbeit noch aufnehme. Eine Stunde zumindest. Dann wäre es auf die Gotham Knights aktuell noch völlig möglich. Aber hat es jetzt noch nicht ergeben in den ersten Wochen, weil ich erstaunlicherweise meine ganzen Plusstunden abarbeiten konnte und entsprechend keine Minus mehr habe und entsprechend auch früher zur Arbeit musste und auch generell jetzt Arbeitszeiten habe, wo ich eher früher Feierabend habe, als ich später hingehe. Daher passt es momentan nicht für mich, das vormittags aufzunehmen, weil ich ja noch andere Sachen tun möchte, wie zum Beispiel Gitarre spielen, üben. Jeweils eine Stunde, jeden Tag. Eigentlich notwendig, auch wenn es sowieso nichts bringt, aber ist egal. Irgendwas passt an das Stream am Morgen nicht und daher ist es sowieso momentan kein Ding, was irgendwie eine Relevanz für irgendwas hätte. So. Also nein, ich habe keine Frühmorgen-Streams aktuell. Ja, alles für 18 Uhr. Ach. Dann gewöhnen die mal einen ordentlichen Rhythmus an. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte... Nur bei Nacht war da einer gewesen, richtig? Genau. Nacht und kein Sternstoppenbefall. Schade. Ach, auch nicht. Tada. Top-Verhandlungen. Haben wir durch. Das hier mal aktiv setzen. Brauchen nur noch einen einzigen davon. Den finden wir da und den finden wir da. Gut. Passt. Flop. Zoom. Zoom. Da habe ich dich. Nee. Ist er nicht. Ist auch nicht. Da hinten. Du da. Sieht das aus? Zeig mal, was ich kann. Ah. Oh. Muss ich auch killen. Ist auch nicht fest. Ist auch ein einzigartiger. Mach ich alles. Passt für mich. Komm runter, du Zikonia-Diffler. Hallo? Kommst du? Wo bist du denn? Hallo? Schön, dass du uns mal beehrst. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Jetzt stirb! Den komischen, falsch rumgehängten Kiefer. Echt merkwürdig aus. So, der war durch. Ich könnte mein Level 100 setzen, aber das Kills, man muss fix die Quests machen. XP habe ich genug. Geht wunderbar ohne. Nur um es mal gesagt zu haben. Falls jemand wundert. Piu! Genau, wir counten um dich. Liebe Dänisch ja so sehr. Bam! Don't mess up, Ricky. Mach ihn tot. Dankeschön. Ganz früh ist wieder weniger Problem, da farme ich zurzeit meine restlichen Abwechsel wie Ding. Ja. Aber ganz früh habe ich halt gerade nicht, wie gesagt. Würde ich zwar gerne, aber habe ich nicht, weil ist nicht drin. Sag ich jetzt, wer weiß, was nächste Woche ist, schon wieder mit Dienstplänen und so weiter, aber aktuell sieht es da eher schlecht aus. Upala, nein, wollte ich gar nicht. Hab ich. Noch zwei Kuddelze. Mhm. Die kuddeln sich überall da, wo ich natürlich nicht bin. Das ist völlig normal. Völlig normal. Und tatsächlich, hier ist keiner von der Sorte. Na gut, warte, wo bin ich gerade? Wo bin ich gerade? Ich sehe mich nicht. Bin ich nicht hier? Irgendwo? Da bin ich. Ah, okay, doch nicht ganz da. Voll übersehen. Ich hab's vielleicht doch mit den Augen. Wer weiß. Ja, hast du recht. Ist tatsächlich wichtiger. Und notwendig einfach, aber
Damit herum bringt das Üben auch gefühlt nichts. Insofern, während andere Leute ja, keine Ahnung, ein Jahr lang so intensiv wie ich Gitarre spielen, üben und dann am Ende des Jahres schon 10 Jahre besser als ich als Gitarrist, bringt es mir komischerweise gar nichts. Aber man hat trotzdem ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht tut und das Gefühl, man könnte doch besser sein, auch wenn es nicht wirklich stimmt. Und wenn man ehrlich ist, Gitarre spielen ist doch was Produktiveres als das hier, was ich gerade mache. So ehrlich darf man sein. Ja. So, auch das wäre erledigt. Ja. Hat er mich gerade Good Boy genannt? Ah, ist okay. Verstehe ich. So. Nachts. Und der andere bei Sternstuppen. Alles andere habe ich erledigt. Okay. Halt, warte. Das brauche ich auch noch. Warte. Das ist. Wie heißt die Quest? Ach so, ist vom Erythsee. Nicht von Alkamov. Darum ist es nicht. Okay. Wundert er mich gerade. Wie dem auch sei. Einmal dahin. Ich glaube, das ist von hier aus am sinnvollsten. Du. La la la. Auf da. La da da. Ram da da. Sturm, Edgiga. Tu mal nicht so groß und imposant. Bist du nämlich nicht. Level 39. Secret, no bonds, special move. Stirb einfach, ich mach es dir auch einfach hier. Dann ist es vorbei mit dir. Red ich mal. Da halt nicht. Dann stirb halt so. Jo, egal. Eia. Bam. Ich mag ja Harmoniemünzen. Ich müsste ja gucken, ob ich vielleicht irgendwie genug Harmoniemünzen habe, um sinnvolle Skillverbindungen bei den Talenten so anzuwählen. Hab ich lange nicht gemacht, weil es nicht nötig war. Weil ich mal gut genug bin. Glaube ich mal eben diesen hier. Ist zwar nicht Elkamov, aber gibt trotzdem Punkte für Elkamov, daher nicht verkehrt. War ich da nicht schon? Eben gerade meine ich auf der Insel? Nee, ich wollte dahin. Siehst du, ich habe abgebrochen. Okay, cool. Nee, klar. Passt. So, wenn wir die ganzen Quests hier haben, dann geben wir den noch ab. Dann gibt es bestimmt nochmal 10 neue und dann gibt's Story. Muss ich runterspringen? Ich glaube ja. Wuhu! Ja, tut man, Kurin. Darum meine ich ja. Und das von einem, der, naja, eher selbst eine Art Haustier ist. Schon frech. Komm ran! Staun, Jerome! Staun über dich selber! Und nimm nebenbei mal diesen hier. Geh weg. Lass ab von mir. Ich will auch nichts von dir. Ja, hab ich immer noch mäßig. Das nervt ein bisschen. Weg mit deiner Aura. Auch wenn er mich kaum trifft gerade. Ups. Aber einen Kampf. Oh, zwei Kampf. Okay, nur einen. Nur einen reingeholt. Nehmt das. Nehmt das. Und. Einmal Feuer. Burning. Ah, verdammt, noch einer von der Sorte. Eingeschlafen mit dem Kampf Schuppenlinja. Hallo, dunkle Grüße.
Na, hast du noch. Hast deine Minecraft-Sachen noch geschafft oder bist du voller Frust und Bockigkeit gerage-quittet? Achtung, böses Ding nicht mal wieder. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's einigermaßen gut. Geh weg jetzt hier, Jerome. Auch so ein Name Jerome kann ich gar nicht haben. Wir retten sein Kind so. Nur welche, die das Kind ärgern wollen, glaube ich. Du weißt, was ein guter Name für unseren Sohn wäre, wenn er später mal gemobbt werden soll? Nee, was denn, Schatz? Jerome! Okay. Die Farm ist fertig. Sana verreckt und musste zurücklatschen. Ja, ja, Minecraft. Schönes Spiel. Vor allem ist es so schön, wenn man Streamern zugucken kann, wie sie da sich aufregen. Sorry, aber... Ach, ich mag sowas. So. Die Quest wäre auch durch. Jetzt nur noch abgeben. Obwohl, ich habe natürlich die, die ich entsprechend noch machen muss. Wenn mal Sternstuppen fallen würden. Leute, ich denke... Meli hat eine neue... Stimmt. Dunban. Warte kurz. Ich mach's mal ganz kurz einfach. Auf maximalen Level. Oh. Ich dachte ja, ich wäre schon bei 70. Am Arsch. Überhaupt nicht. Okay. So, jetzt gucke ich mal eben, ob er seinen letzten Skill gelernt hat. Kann sein. Habe ich ja immer noch nicht gehabt. Da ist er. Dämonenschlechter. Ich meine, das ist der Schlag. Ja, ich glaube, das war der, den ich dringend haben wollte. Den nehme ich jetzt rein anstelle von Sturmtritt. Zack. Passt. Auch ein schöner Schaden. Man sieht das hier. 3000 Maximum auf dem ersten Level. Stahlstoß hat hier auf dem fünften Level nicht mal so viel. Und der war schon recht stark. Hier auf maximal. Das ist ein super starker Angriff. Gut, haben wir das auch nicht mal drin. Sehr schön. Genau, Entertainment. So ist es nämlich. So wird nicht anders. So. Ist hier schon was Neues aufgebaut? Oh, Tatsache. Ich habe heute schon viel Ingame-Zeit verschwendet, wie es aussieht. Sonst wäre es hier nicht wieder neu aufgeploppt alles. Aber stört mich nicht. Einiges davon kann ich nachher, glaube ich, wunderbar nutzen, um die Zuneigung meiner Charaktere zueinander zu beeinflussen. Und das wird noch früh genug nervig sein. Wenn man es denn entsprechend hochleveln möchte. Und ja, warum sollte ich nicht? Sternstuppen. Ach, das ist so eklig, ne? Wenn das da nicht passiert. Das ist eher Regen und Gewitter und Donner und Blitz. Ist auch nett. Aber aktuell keine Quest gekoppelt, leider. Tut mir leid. Nächster Versuch. Meinst du, wunderschöne polarlichtartige Lichter, aber... Das reicht uns leider nicht. Habe ich eigentlich die Quest auf den Marker gesetzt? Nee, ne? Doch, habe ich. Dann würde ich wahrscheinlich gleich einen Marker sehen, wenn es hier Sternfall wäre und da ist keiner, also ist da nichts. Ich sehe auch keine Sternschuppen fallen, das ist klar, aber... fällt ja auch vielleicht nicht sofort auf. Was? Schon wieder? Und ihr fragt euch vielleicht gerade, was macht der für Quatsch? Vor Zeitzug, das kann nichts bringen, aber doch eigentlich... reicht das aus zum entsprechenden Resetten der Wetterbedingungen. Ist halt trotzdem Glückssache und es ist... Wie super starker Gewittersturm da auf dem Bein des Biones. Halt ein ziemlich seltener Zustand hier des meteorologischen Himmels. Ist das korrekt formuliert? Ich glaube ja. Man braucht halt Glück. Ja. Sternschnuppen halt, ne? Fast schon selbstredend. Ach, verdammt. Verklickt. Sup. Ah. Nein. Das kann ein bisschen dauern jetzt. Jetzt sei gesagt, was soll der Quatsch? Mach mal weiter, dann mache ich weiter.
So oder so werde ich gleich mal Quests abgeben gehen. Weil gehört ja auch dazu. Vor allem, wenn da neue Quests aufploppen. Wovon ich auch ausgehe. Den Sternschnuppen ist total Schnuppe. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber Kurin, lass sie bei die schlechten Wortwitze Fake Arnold und mir. Das ist, kommt besser für uns alle. So, egal, ich gehe jetzt mal nach Elkamov. Kann auch ewig zu warten, das bringt's auch nicht. Plopp. Weiß nicht, Schuppen-Ninja. Hab noch keinen von dir mitbekommen. Also habe ich da noch nicht, maße ich mir noch nicht an, das zu werten. Aber hau raus und dann werde ich entsprechend sagen, brauchen wir nicht. Warte kurz, ist das jemand, den ich brauche? Nein, ach, Talia schon wieder. Du wischst dich andauernd ein, das gibt's doch gar nicht. Du atmest die, okay. Naja, ich meine, gibt hier auch gute, schlechte Wortwitze. Solche sind hier toleriert auf dem Kanal. Rutan, der Tutan. Oh, was für Prachtexemplare. Nicht einmal ein Kratzer. Perfekt. Das war bestimmt nicht leicht, die Dinger zu besorgen, oder? Da habe ich wohl die richtigen Leute um Hilfe gebeten. Vielen Dank. Läuft. Firma Schulk & Co. hat sich abgerackert. Nun können wir mit dem Bau der Lasermaschine beginnen. Hier, nehmt das. Eine kleine Belohnung als für einen tollen Einsatz. Ja. Thank you. Langsam Resistenz. Yippie-yay-yay. Kann ich mit Eilauf aufschlagen. Wahnsinn. Aha. Siehst du? Auf dem Schlauch stehen. Von wegen nicht auf. Ah, ja, ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Was geht nicht auf Kommando? Ein Profi kann das auf Kommando. Wie ist das mit dir? Darf ich dich. Ich darf nicht und du willst hier vor mich brechen? Jed mal ja, mal ja, ja nicht. Ja, komm drauf an, wenn das gut kann, darf er meinetwegen. Du bist raus, Kurin. Bei Wortwitz. Bei, nein, nicht Wortwitzen, bei. Du weißt schon. Plattflachwortwitzen. Ja. Oh, warte, das ist noch so ein grüner Punkt. Makrisch. Hi there. Ich dachte gerade, die hat man noch gar nicht gehabt, aber offenbar doch. Okay. Neue Quest, juhu, freu, wie toll. Vor dem namenlos. Ach, Narov, den kennen wir schon. Dann bin ich wohl ein Kontrafi. Ja, so irgendwie. So. Ihr seid also die Leute, von denen Rutan mir erzählt hat. Ach, deswegen darf ich neue Quests machen. Vielen Dank, Rutan. Ich habe eine Bitte an euch. Ihr könnt euch vorstellen, worum es sich handelt, richtig? Nein, kein Plan. Was? Könnt ihr nicht? Hat Rutan nichts gesagt? Nein. Es geht um das Entziffern der antiken Texte. Was sagt Vogelmann? Ricky hat vergessen. Bitte erklären. Jetzt mischt Ricky sich wieder ein. Kürze Quest für ihn. Glaube ich eigentlich nicht, aber. Faszinierend. Du hast also diese entscheidende Information einfach vergessen? Dem muss ich auf den Grund gehen. Und zwar augenblicklich. Memo an mich. Strukturanalyse eines Snowporn-Gehirns vornehmen. Ich werde alles für die Sektion deines Gehirns vorbereiten. Wie? Was? Vogelmann soll Rickys Gehirn in Ruhe lassen? Oka und Jungporn brauchen Ricky. Alle traurig, wenn Ricky tot. Zumindest begreift, worum es geht. Das ist schon mal mehr, als ich gedacht habe bei Ricky. Ricky wird böse. Was sagst du da? Du hast Kinder? Diese Oka, ist das dein Weibchen? Höchst interessant. Memo an mich. Paarungsverhalten der Snowporn genauer analysieren. Los, Snowporn. Hol dein Weibchen sofort her. Was? Niemals. Ricky sagt nein. Ricky will dir was anderes reden. Oder Ricky geht und hilft nicht. Nun ja, die Lasermaschine verrichtet ihren Dienst. Allerdings sind die Ergebnisse ziemlich ungenau. Wir brauchen zu viel Zeit und erhalten nur wenige Resultate. Wir müssten die Konstruktion der Lasermaschine also ein wenig verbessern. Dazu brauchen wir jedoch einige Materialien. Würdet ihr uns die benötigten Gegenstände vielleicht besorgen?
Ja! Ach verdammt, nein, doch nicht. Mir fehlen noch ein paar Dioden. Vielen Dank. Bababa. Die Texte helfen uns, mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Ja, wer weiß, welch großartige Dinge wir von ihnen entdecken. Ich ziele auf euch. Bin gespannt, bin gespannt. Wie gesagt, wenn Ricky da den Mund aufmacht, habe ich lieber dann, wenn die Hoffnung, dass da vielleicht was drin sein könnte für uns. Aber auch Dunbans Quest können wir ja noch abgeben. Dann sehen wir, was bei rauskommt oder ob was bei rauskommt. Ich schätze aber eher nicht. Trotzdem ist es verdächtig. Ja, vielen Dank. Berlinerisch ist ganz schlimm. Lass das mal. Liest sich auch ganz fies. Ihr seid unglaublich. Ja, ihr habt uns tatsächlich gerettet. Zum dritten oder vierten Mal inzwischen. Ach, der Monsterzuwachs ist nun endlich eingedämmt. Kommt mir zwar nicht so vor, aber... Bitte überbringt Meerlitz eine Nachricht von mir. Wir haben ihm zu verdanken, dass Elkamov in Sicherheit ist. Wenn er der Garde beitreten will, werde ich ihn persönlich ausbilden. Geh es ihm doch... Nein. Geh es ihm doch selber sagen, verdammt nochmal. Ich habe zum Glück meine guten Laufschuhe heute angezogen. Ganz im Ernst. Sind richtig wichtig heute wieder. Bob. Ausrufezeichen. Kommt zu mir geflogen. Ich hab's geschafft. Lekraf zu beeindrucken. Ja, vor allem er. Er hat ja auch alles gemacht. Zur Belohnung wird er mir beim Training helfen. Das sollte ich ihm doch gerade überbringen, die Nachricht. Wieso weiß er das denn schon? Hättest du doch nicht machen müssen. Jetzt habe ich zwei Lehrmeister. Ich werde sehr hart trainieren. Achso, war das der Vorstellung noch nebenbei war, ne? Neue Quest? Erstaunlicherweise nicht. Okay. So. Das da. Ach, das dazu. Da haben wir noch die wahrscheinlich nicht Dunbern-Quest, aber das finden wir jetzt raus. Wäre natürlich super, wenn es die wäre, aber... ach, also nicht die, wo man von 5 Kilometer die Sohle verliert. Nein, richtig. Diese sind's nicht. Yes. Richtig gute sind's. Ihr habt sie gefunden? Wo lag sie denn? In der Nähe der Ätherader? Oh, dann habe ich sie tatsächlich da irgendwo verloren. Meine Güte. Ja, tut mir leid, eure wertvolle Zeit beansprucht zu haben. Ich hätte mich selbst mal umsehen können. Ahaha. Ja, richtig. Naja, dann hätte ich euch die Lauferei erspart. Naja, wie dem auch sei. Ich bin euch echt sehr dankbar. Hier, 1000 Euro. Dank euch muss ich mich mein Zeilen nicht zusammenstauchen lassen. Habt ihr gut gemacht. Hier ein Leckerli. Wollt Euro haben. 1000. Naja. Ich nehme auch die Xenodollar. Oh, yes. Fuck. Die nächste Quest. Yes. Und übrigens keine Dunman-Quest. Denn, ne, nichts mehr weit passiert. Das ist sehr schade. Mist. Es könnte sein, dass ich erneut eure Unterstützung brauche. Ich mache mir Sorgen um unsere Vorräte. Naja, ohne Nahrung können wir die nächste Reise auch vergessen, weißt du? Dieses Mal werden wir echt lang von zu Hause fort sein. Deshalb brauchen wir auch so viel Proviant, viel mehr als sonst. Ich habe ein bisschen von einer gigantischen Leber gehört. Und sie soll sehr lange haltbar und äußerst nahrhaft sein. Boah. Ich bin übrigens kein Leberfreund. Überhaupt nicht. Es ist vom Seegrund Ortulus in der Nähe von Colony 9. Das habe ich bestimmt schon dann, oder? Ich komme da jedoch nicht hin. Könnt ihr sie mir besorgen? Woher weiß er, dass es da ist? Verdächtig. Und ich habe sie natürlich noch nicht. Mist. Wirklich, es wäre eine große Hilfe. Haha, also los. Bringt uns die Leber von diesem Seegrund Ortulus. Ortulus. Klingt aber nach einem Gegner, den man besiegen muss. Und ich habe doch eigentlich alles mehrfach besiegt in Colony 9. Verdächtig. Ganz nebenbei mal eben. Quatsch. Harmoniediagramm. Elkamov. Nee. Hä? Was? Ach doch, hier, klar, Spitzenvision. 3 von 5. 3 von 5, das ist nicht gut, denn das heißt, wir können maximal 5 haben. Das heißt, noch viele Quests sind vor uns.
Kann aber auch heißen, dass ich doch noch sehr viel mehr Zeit habe, die Quest zu erledigen, als ich dachte. Weil wenn es gerade mal aufploppen, dann ist halt Schluss für den Storyteil, den wir gerade haben. Ich bin mir echt nicht sicher. Schlimm. Ich musste lieber essen, als ich noch eine Weile Carnivore gelebt habe. Stellenweise ist okay, aber der Zehenteil ist eklig. Ich mag den ganzen Geschmack der Leber nicht einfach. Ich mag Hühnerherzen voll gerne. Aber Leber... Bitte fast roh. Also Fleisch muss generell roh gegessen werden. Boah, aber doch nicht Leber. Ach Mensch, Kurin. Egal, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach dem Ausführen der letzten zwei, drei Quests, die ich jetzt noch habe für Elkamov, 1000 neue Quests aufploppen, sodass ich hier auf Harmonie-Level von 5 komme. Also gehe ich stark davon aus, dass das tatsächlich noch eine Weile so offen bleibt. Also machen wir jetzt ein bisschen Story, liebe Leute. Ich wette, der Lieblingswochentag ist Mittwoch. Matt mag ich nicht. Ach verdammt, ich wollte eine Schnellreise machen. Matt mag ich tatsächlich nicht. Erstaunlich, aber wahr. Ich weiß, ich kann gar nicht sagen, warum, aber... Matt? Nee. Wenn ich, ich esse sehr, sehr gerne Raclette-Essen. Raclette kennt ihr ja, ne? Kleines Gerät, ab an Strom, warm machen, die kleinen Heizstrahler da und dann quasi mit kleinen Schäufelchen Essen reintun und ein bisschen köcheln lassen und dann essen. Da mache ich in der Regel immer, sag schnell, lasst mich in Ruhe. Mache ich normalerweise Champignons rein, Käse, Mais und, gemischtes Hackfleisch. Und dieses gemischte Hackfleisch, das, also die ganze Schale nehme ich mir normalerweise raus, bevor das Hack noch wirklich durch ist. Wo es noch quasi, quasi noch rosa ist. Da frage ich mich, oh, wie kannst du das essen? Das ist doch voll ekelhaft, das ist voll ungesund, du stirbst doch von Magenverstimmung und sowas alles. Nee. Haut rein, schmeckt super geil. Sehr gerne hätte ich das. Wo ist Ricky? Ricky? Jetzt ist er mir. Da ist er ja. Hatte ich erst einmal. Fondue ist eher meins. Fondue finde ich auch nicht schlecht. Aber ich bin. Wer hätte gedacht, dann doch eher bei Raclette. Ich hätte sowieso mal so ein Ding, meine Fondue ist ja hauptsächlich Käse. Wenn ich mich jetzt täusche, richtig? Raclette ist ja, was du willst. Also, zu sagen, ich mag Fondue lieber als Raclette, ist halt so ein Ding, weil Raclette ja eigentlich, glaube ich, weitreichender in den Möglichkeiten ist, was man damit machen kann, als ein Fondue. Aber, ich lasse mich gerne korrigieren, falls ich da jetzt falsch auf dem Dampfer bin. Ja, falsch auf dem Dampfer sein. Es gibt hier auch tatsächlich Raclette, die haben ein Fondue in der Mitte eingebaut. Wollte ich mir auch schon holen, war aber zum damaligen Zeitpunkt irgendwie nicht ganz so meins, weil ich brauchte eine Raclette für viele Schaufeln für eine entsprechend große Menge an Bewirtungsmöglichkeiten. Das war bei diesen Fondue-implementierten Dingern nicht gegeben. Deswegen habe ich es mir nicht geholt, aber eines Tages vielleicht mal auch mal so ein Teil. Da habe ich beides in einem. Supergeil. Was ist besser als Käse? Noch mehr Käse. Richtig. Punkt an Schuppen, denn ja. Er sagt erstaunlich, er mag ja so vieles nicht. Der Mann ist mäkelig, was Essen betrifft. Ja, bin ich auch. Tatsächlich, da mache ich keinen Hehl draus. Ich esse eine ganze Menge nicht. Aber was ich esse ich sehr gerne und auch sehr oft. Zu oft, wahrscheinlich. Also es gibt Käsefondue, genau wie es Käse-Raclette gibt. Aber ich esse ungern Käse, da jetzt bei mir immer Fleisch. Okay, du machst Fleisch in ein Fondue rein? Ich kenn's echt nur mit Käse. Faszinierend. Aber Käse-Raclette finde ich jetzt ist ein merkwürdiger, weil du kannst Raclette natürlich machen, was du willst. Ob man das Käse-Raclette nennen möchte, weiß ich nicht, aber faszinierend. Dann noch ein Grund mehr, über Fondue mal nachzudenken in Zukunft. Guter Input, dankeschön.